ich bin's wieder, Gab Fastner. Willkommen zum 10. Trainingstag mit mir und heute mit dem Redongo Plus. Ich hoffe, du hast ihn aufgepumpt und dann können wir eigentlich gleich loslegen. Gestern war ja wieder so ein bisschen Ausdauer und heute machen wir wieder Kräftigung. Viel Spaß! Stell dich erst wieder gerade hin, denk wieder an deine Haltung, nimm deine Schultern nach hinten unten, Brustbein öffnen, Knie sind leicht gebeugt und nimm den Redongo Plus mit deinen Handballen und versuch ihn jetzt mal wie so ein Lenkrad nach rechts und links zu bewegen. Versuch auch deinen Rumpf ein klein bisschen mitzunehmen, nach rechts, nach links, mobilisiere deine Wirbelsäule. Genau, ganz locker. Ja, denk dran, deinen Rumpf auch wirklich mit zur Seite zu beugen. Schultern ein bisschen mobilisieren und langsam wieder zur Mitte kommen. Den Ball einfach hängen lassen, deinen Kopf, dein Kinn rollt ab und komm langsam mit dem Ausatmen nochmal wieder nach oben, Brustbein aufrichten, nochmal langsam ein Stück tief rollen, Wirbel für Wirbel und langsam wieder nach oben. Nochmal loslassen. Und ein letztes Mal, denk an deine gebeugten Knie und roll dich langsam nochmal zu mir nach oben. Nimm den Ball in Brustbeinhöhe, nimm ihn mit beiden Händen und rotiere deinen Rumpf. So, und jetzt hätte ich gerne ein stabiles Becken. Ganz ruhig bleiben hier in der Mitte, Becken stabil und du drehst deinen Oberkörper. Gut. Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule. Sehr schön. Und langsam nochmal wieder zur Mitte kommen. Den Ball nach rechts und roll ihn einfach mal an deinem Oberschenkel tief und richte dich wieder auf. Tief kommen und aufrichten. Vorsicht, dass du dich wirklich wie zwischen zwei Wänden fühlst. Du bewegst dich nur zur Seite. Nochmal. Bleib dann ganz gerade aufgerichtet. Nimm dein linkes Bein, heb's an. Und jetzt drück mal mit deinem rechten Handballen den Ball an deine Hüfte. Versuch dich so ein bisschen aus der Balance zu bringen. Und schon spannen deine tiefen Rumpfmuskeln an. Atmen. Brustbein öffnen. Schultern zurückziehen. Blick in den Horizont. Ein bisschen abfallend. Dann stehst du gerade. Und nochmal lösen. Füße wieder hüftschmal aufgestellt, Seite wechseln und einfach mal nach links und wieder zur Mitte rollen. Genau. Knie sind leicht gebeugt und dein Becken bleibt völlig stabil stehen. Ein letztes Mal noch. Und bleib hier nochmal oben, heb jetzt dein rechtes Knie. So, erst wieder deine Mitte finden, wackeln und mit dem Handballen drückst du den Ball und richtest dich auf. Genau, und einfach mal reinspüren, nimm deine Körpermitte wahr, deinen Bauch, deine Rückenmuskulatur, deine Schulterblätter zurückgezogen. Ja, wir brauchen heute so ein bisschen Balance. Dann langsam nochmal lösen und absetzen. Wir kommen jetzt einmal runter auf den Boden, das heißt, du rollst dich nochmal tief. Nimm den Ball nach unten und knie dich einfach mal drauf. Okay, einfach ist es nicht. Probier es und lass so ein bisschen Platz. Ich zeige dir so ein bisschen von vorne. Also der Stöpsel ist ziemlich weit unten und du lässt hier ein bisschen Platz zwischen deinen Knien. Nicht zu eng zusammen, sodass du hier richtig zusammendrücken kannst.
Natürlich spürst du deine Innenseiten und deinen Beckenboden. Also, hier hochkommen, den Ball zusammenziehen und richte dich mal auf. So, hier bleiben. Und jetzt versuch, deine Füße hinten mal zu lösen. Toi, toi, toi. Wenn es nicht geht, mach nichts, halte dich ruhig irgendwo fest. Aber versuch vielleicht, hier zu halten. Spür deine Oberschenkel, deine Körpermitte. Wenn es nicht geht, ist nicht schlimm. Lächeln, atmen und Hände vorne absetzen. Gut. Und deine Knie jetzt so ein bisschen mehr schließen. Nimm den Ball zu dir ran. Mach dich mal kurz klein. Und dann kannst du mit dem nächsten Ausatmen den Ball jetzt nochmal zurückschieben, bis deine Knie unterhalb von deinem Becken sind. Und dann ziehst du es nochmal ran. Schiebe nochmal nach hinten. Und nochmal ranziehen. Deine Wirbelsäule soll hier jetzt völlig gerade, also neutral sein. Und nochmal ran. Und dann bleib hier. So, die Knie mittig. Und jetzt versuch den Ball ganz leicht von rechts nach links zu schieben. Das heißt, deine Knie twisten. Da versuchst du dich in der Mitte zu stabilisieren und die Bewegung zu halten. Einmal rechts, einmal links. Atmen. Das gibt kräftige Bauch- und Rückenmuskeln. Nochmal. Und zur Mitte zurückkommen. Und deine Beine einfach mal ausstrecken. Längen. Jetzt nochmal ranziehen. Und klein werden. Nochmal weg. Und Länge. Nochmal ran. Und klein. Ganzkörperstabilität. Nochmal. Mach nur weiter jetzt. Ich rutsche mal nur ein Stück weiter nach vorne. Sonst bin ich gleich aus dem Bild. Klein werden. Weil jetzt bleibst du nämlich hinten und versuchst dich hier auf deine Ellbogen runterzulassen. Und von hier nimmst du deine Hände und ziehst dich wieder mit nach oben. Nur einmal langsam wieder zurück. Und nochmal mit deinen Händen nach oben ziehen. Nochmal zurück. Geht's nicht? Stell dir mal vor, du möchtest die Matte zu dir ranziehen. Also du holst beide Hände. Genau, das ist der Trizeps. Nochmal. Und hoch. Und ein letztes Mal noch. Nach oben ziehen. Und hinten bleiben. Rutsch so weit nach hinten, dass du mit dem Becken gut auf den Ball legst. Also beide Hüftbeinknochen richtig gut hier auf den Ball liegen. Beide Hüftknochen. Daumen zur Decke. Rausholen aus den Schultern. Und mal ganz kleine Bewegungen mit deinen Beinen machen. Spür die tiefe Rumpf. Tiefe Rückenmuskulatur. Lass den Atem so richtig fließen. Genau. Ja, spürst du eine minimale Bewegung im unteren Rücken. Und das ist genau die Bewegung, die Rückenmuskeln stärkt. Halte. Und lass dich mal kurz sinken. Jetzt rutschst du so zurück, dass du gemütlich hier liegen kannst. Deine Knie auf dem Boden sind. Und öffne mal deine Knie so ein bisschen. Nimm deine Fersen zusammen. Komm nochmal auf deine Ellbogen. Geh nochmal so weit nach vorne mit geöffneten Knien, dass du das Gefühl hast, du kannst deine Knie jetzt vom Boden abheben. Das heißt, du schiebst deine Fersen hoch. Und löst wieder. Nur einmal Fersen zusammendrücken, hochziehen
und lösen. Und ich hoffe, spürst deinen unteren Rücken, dein Gesäß. Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Nochmal hoch und ab. Ja, nur so hoch, wie es dir angenehm ist, wie du es wirklich merkst, dein Rücken fixiert ist. Und ab. Wenn es dir unangenehm ist im Rücken, rutsch ein bisschen nach hinten. Jetzt bleib oben und mach ganz kleine Bewegungen Richtung Decke. Nach oben ziehen. So, und jetzt wird es warm im Po. Im hinteren Oberschenkel. Ziehen. Hier hochziehen. Nicht fallen lassen. Noch einmal langsam. Und hoch und tief. Langsam ziehen. Nochmal. Und noch einmal umhalten die letzten. Hoch. Ganz kleine. Bauch sanft nach innen ziehen. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Halte oben. Und lass locker. Einmal zurückrutschen. Den Ball kannst du gerne wieder in deinen Schoß nehmen. Oh, und dich hier mal so richtig fallen lassen und entspannen. Richtig locker lassen. So, nochmal aufrollen und wir kommen in die Seitenlage. Dreh dich rum, nimm den Ball nochmal zwischen deine Fersen und mach dich so richtig lang. Das heißt, du streckst dich aus, machst dich lang, drückst den Ball so ein bisschen. Und jetzt denk bitte nochmal an deine stabile Mitte. Bauch fest, ausatmen und deine Beine heben. Fußspitzen leicht nach außen. Und jetzt drückst du mal mit beiden Fersen den Ball zusammen. Richtig fest. Druck, druck, druck. Spürst die Innenseiten, spürst die Taille. Wenn du möchtest, löst du den Arm. Muss nicht sein. Halten, drücken, drücken, drücken. Nochmal, gerne hier abstützen, weiter atmen, gut, und nochmal halten und dich mal hier hochdrücken auf die Pobacke. Dann müsstest du ein bisschen spüren, dass es weich ist, dass du gemütlich sitzt. Hier stützt du deine Hand auf, die andere Hand ist hinter dem Kopf und jetzt hebst du die Beine und löst. Rumpf und Oberkörper gehen so ein bisschen hoch, tief. Gut. Schräge Bauchmuskeln, oder? Ausatmen. Nochmal. Gleich haben wir es. Sechs. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Und einmal aufsetzen. Super. Seite wechseln. Mach dich rückwärts rund, wenn du das Gefühl hast, du möchtest deinen Rücken kurz mal dehnen. Und dann rollst du dich nochmal nach oben und wechselst die Seite. Kopf zur anderen Seite. Beine zur anderen Seite. Zuerst wieder Fersen an den Ball. Fußspitzen leicht nach außen. Mach dich lang, hol dir dein Powerhouse hier, abstützen, Kopf und Oberkörper und Beine heben und erstmal kleine Bewegung. So, schau nochmal, wo deine Fußspitzen sind. Genau, leicht nach außen drehen. Atmen, wenn du möchtest, gerne wieder probieren, dich lang zu machen, zu balancieren. Oder die Hand hier wirklich abstützen. So, jetzt merken wir schon was. Innenseiten. Halte die Spannung. Drück dich hier hoch. Versuch auf deine Po-Hälfte hier zu kommen. Hand hinter den Kopf.
Und anziehen und lösen. Schrägen Bauchmuskeln. Hier nur die Hand am Boden, ja, nicht den Ellbogen. Nochmal. Und jetzt nur noch 8. 8, 7, 6. Wie viel? Genau. 2, 1. Und ranziehen und aufsetzen. Erledigt. Schultern mal so ein bisschen auslockern. Den Ball wieder mitnehmen. Unter deine Kniekehlen. Und roll dich langsam ab. Kurz mal verdient entspannen. Und lockern. Super. So, mal wieder langsam einpendeln zur Mitte. Und deine Beine außen an den Ball stellen. Nimmst dir das ein bisschen höher, sodass er zwischen deinen Knien ist. Und du weißt, du darfst festdrücken. Der Ball hält 150 Kilo aus. Also gib nachher gleich richtig Gas. Drück schon mal ein kleines bisschen. Schiebe deine Füße in den Boden. Kipp dein Becken. Und jetzt leichter Druck auf den Ball. Heb dein Becken nach oben. Und versuch dich erstmal hier zu halten. Nicht zu hoch, sondern so, dass du die Schulterblattspitzen noch so am Boden spürst. Und jetzt drück den Ball. Ganz kleine, schnelle. So, und jetzt drück, was deine Muskeln hergeben. Druck, druck. Genau, Innenseiten, oder? Rückseite hält, Gesäß. Hintere Oberschenkel sind natürlich auch dabei. Schieb so richtig fest. Druck, 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 druck. Geht noch? Bisschen noch? Richtig fest. Die letzten. Es darf auch zittern. Und jetzt halte nochmal so fest, wie du kannst. Drück, drück, drück. Vielleicht kommen deine Knie zusammen. Und langsam nochmal abrollen. Die Innenseiten sind übrigens ganz wichtig. Erstens mal natürlich für die Form der Beine. Und zweitens auch für unsere aufrechte Haltung. Die regulieren auch unsere Beckenstellung. Also nicht unwichtig. Beine ranziehen, kurz entspannen. Zieh mal fest her, löse wieder. Nimm deine Unterschenkel, jetzt kannst du ein bisschen größer werden. Nach oben oder komm über die Seite nach oben und nimm den Ball an den unteren Rücken. Setz dich richtig ran an den Ball. So, eine letzte Übung noch für unseren Sixpack. Also Gesäß ist am Boden, Hände hinter den Kopf. Und jetzt versuchst du mal, dich hier ein bisschen drüber zu legen über den Ball. Und du merkst schon, dass du wieder in der Lordose bist, in deiner leichten Krümmung, Atem aus und jetzt zieh dich hier nach oben. Genau. Nochmal einatmen, Bauchnabelsack nach innen ziehen und aus. Genau. Vielleicht geht es schon ein bisschen leichter wie beim letzten Training mit dem Ball. Und spür, wie wirklich die Rippenbögen und Beckenknochen hier zusammenkommen. So zueinander. Aus und ein. Nochmal. Zittern. Denk mal dran, dass du hinten deinen Bauchnabelsack nach innen ziehst und dich dann nach oben holst. Bauchnabel,
Genau. Und dann halte nochmal oben. Bleib hier. Bauch spannen. Halten, halten, halten. Und nach vorne ziehen. Den Ball mitnehmen. Und lösen. Bring deinen Rücken ganz locker aus. Deinen Nacken entspannen. Dann lässt er wieder aufrichten. Einmal rumkommen auf die Knie. Den Ball hast du bei dir und jetzt kommst du über die Knie und setz dich einfach mal drauf auf den Ball. Genau. Setz dich aufrecht hin. Dann Rücken so ein bisschen rund. Gerade. Und gerade sitzen bleiben. Ein Bein fassen und einen Unterarm in den Oberschenkel drücken. Richte dich hier weit auf. Dann Blick geht zurück. Schulter zurückziehen. Dann lässt du nochmal los. Wechselst die Seite. Gegen den Oberschenkel drücken. Und weit nach hinten zurückziehen. Vielleicht merkst du auch einen Unterschied rechts und links. Lass nochmal los, kommst auf die Füße, nach oben und rollst dich mit dem Ausatmen und gerne mit Unterstützung langsam nochmal zum Stehen nach oben auf. Locker nochmal so richtig deinen Schultergürtel, fleißig rechts und links entspannen. Atme nochmal ein, mach dich lang. Atme aus, lass dich fallen. Atme ein. Und nochmal aus. Ein. Öffne hier. Öffne dein Brustbein. Zieh die Ellbogen zurück. Richtig groß werden. Warst wieder fleißig heute? Morgen machen wir dann mit Brasil weiter. Brasil Workout. Kräftigungseinheit. Nochmal lösen. Streck dich nochmal. Regel dich. Dein Rücken und dein Bauch, die haben es richtig verdient, gestreckt zu werden. Gut. Und schüttel dich nochmal so richtig aus. Und bis morgen.